4:1 gegen Vöcklamark, die zweite hohe Niederlage hintereinander. Warum kriegt man momentan so viele Tore? Ja, ich weiß nicht. Hinten sind wir nicht kompakt. Wir kriegen einfach, wir gehen nicht gescheit in die Zweikämpfe. Wir kriegen zu einfach die Gegentore und vorne machen wir die Tore nicht aus den Chancen. Diesmal von der Dreierketten auf die Viererketten gewechselt. Das hat nicht wirklich viel Stabilität gebracht. Ich glaube, dass das wurscht ist, mit welchem System das wir spielen. Wenn wir nicht in die Zweikämpfe gehen und solche Stellungsfehler begehen, dann ist egal, welches System das man spielt. Da kann man nicht gewinnen. Drei Punkte nach vier Partien ist jetzt natürlich, kann man eigentlich von einem Fehlstart sprechen, oder? Ja, wir haben sie sicher mehr erwartet und mit drei Punkten ist sicher ein Fehlstart. Aber ja, nächste Woche geht es gegen Weiz und da müssen Punkte her. Du sagst das, gegen Weiz müssen Punkte her. Heute hat man sehr viel mit hohen Bälle probiert. War das vielleicht nicht die richtige Variante? Ja, ich weiß es auch nicht, aber die Vöcklamark haben uns hinten kurz abgerissen und da ist uns nur übrig geblieben, dass wir mit den hohen Bälle probieren, aber das ist auch nicht aufgegangen. Die zweiten Bälle haben meistens auch die Vöcklamark gehabt. Also ja, war es auch die falsche Entscheidung mit hohen Bälle. Bitte ganz kurz wieder um eure Aufmerksamkeit. Heute sind wir ziemlich gut besetzt, muss ich feststellen. Herzlich willkommen noch einmal hier in der Lattner VIP Lounge anlässlich unseres heutigen Oberösterreich-Derbys. Wie es bei uns üblich ist, bei der Pressekonferenz, wir beginnen mit dem Gegner, Herr Schattas. Ich gratuliere recht herzlich Ihrer Mannschaft zum Sieg und ich bitte Sie um die ersten Worte. Wie zufrieden sind Sie mit dem Spiel und mit den drei Punkten? Ja, danke für die Gratulation. Ja klar, wenn man auswärts drei Punkte macht, ist man als Trainer zufrieden. Für uns war es auch schon eine schwierige Situation. Wir sind Aufsteiger, haben noch nicht den vollen Erfolg machen können und das ist uns heute gelungen. Natürlich sind wir in dem Umfeld jetzt sehr zufrieden und müssen aber dann schon wieder auf die nächsten Aufgaben schauen. Gerald, eine letztendlich dann deutliche Niederlage, weil wir in der ersten Halbzeit die Chancen nicht verwertet haben. Dein Resümee zum heutigen Spiel? Ja, ich denke, man muss von Vöcklamark gratulieren. Sehr gute Mannschaft. Ich denke, wir haben zwei, drei Situationen gehabt, wo wir in Führung gehen können. Dann schaut es anders aus, aber nach dem Spiel muss man sagen, dass Vöcklamark der verdiente Sieger war. Sie haben aggressiver gespielt und waren uns körperlich überlegen. Haben die Chancen, die sie gehabt haben, einfach besser fertig gespielt, haben einfach mehr Qualität vor dem Tor gehabt und muss man akzeptieren. Ist keine Niederlage, wo man recht traurig sein muss. Wir haben schon ein bisschen auch die Grenzen aufgezeigt. Das heißt, jedes Spiel ist sehr, sehr knapp in der Liga. Und wir haben halt im Moment auch nicht wirklich dann das Spielglück, das man braucht, so ein Spiel zu drehen. Von daher Gratulation einfach an den Gegner. War eine sehr gute Leistung von euch. Die Frage, was sich natürlich sofort aufdrängt, hat man im Vorfeld damit gerechnet, hier in Steyr drei Punkte holen zu können? Naja, rechnen kann man in der Liga, glaube ich, nirgendwo fix mit drei Punkten. Für uns war klar, dass wir da herfahren und alles raushauen müssen. Und wie es mein Kollege schon sagt, man braucht auch das notwendige Spielglück. Das haben wir in den letzten Partien nicht so gehabt. Diesmal war es ein bisschen da bei uns auf unserer Seite und dann kann so eine Partie eben für unsere Seite entschieden werden. Was mir aufgefallen ist, Ihre Mannschaft hat die wenigen Konterchancen, die sich genützt haben, eiskalt ausgenutzt. Ich glaube, vor der Pause die Riesenchance aufs 2-1, da habe ich gesehen, dass sie sich mehrmals um die eigene Achse gedreht haben, weil den hat eigentlich eh schon fast jeder drin gesehen. Aber auch nach der Pause, die Mannschaft hat eiskalt gekontert und die Chancen wirklich perfekt ausgenutzt. Ja, das ist jetzt unsere neue Art. Wir müssen uns umstellen von der Oberösterreich-Liga. Wir haben dort mehr Kombinationsfußball gespielt, hin und her, Ballbesitz. Jetzt müssen wir und haben wir gelernt aus den letzten Spielen schnell nach vorne und eben auf Konter zu fahren. Die Frage, die sich aufdrängt, wir haben zu wenig Offensive gezeigt, vor allem in der zweiten Hälfte. Ich habe nur eine richtige Torchance vom Effe gehabt, den er sich da mal rübergenommen hat. Warum ist nicht mehr nach vorne gegangen? Warum sind nicht mehr brauchbare Bälle für ihre gekommen? Oder war es einfach so, dass Vöcklamark ziemlich gut attackiert hat, schon in der Mitte? Ja, schwierig zu sagen. Also wir haben einfach im Moment an den wichtigen Positionen, die für den Spielaufbau verantwortlich sind, mit Martinovic, mit Himmelfreund Pointner und Bader, die tun sich momentan sehr schwer, dass sie den Ball nach vorne bringen in die Tiefe. Es ist kaum möglich gewesen. Die Vöcklamark waren körperlich sehr, sehr präsent, haben uns im Mittelfeld gut anpresst und haben dann auch, sagen wir, die Ballgewinne einfach sehr gut genutzt, haben super umgeschaltet. Und man hat schon gesehen, dass die Mannschaft von Vöcklamark sehr gute Qualität hat. Gibt es für das nächste Auswärtsspiel, wir haben ja quasi eine englische Woche, gibt es da irgendwelche geplante Umstellungen oder ist es heute noch zu früh davon zu sprechen? Ja, wir vertrauen schon der Mannschaft, die da bei uns am Feld steht. Und wir sind ja
nicht zum ersten Mal in der Situation, dass wir schlecht starten. Ich habe ja schon vor 2 Wochen gesagt, dass bei uns nicht die Bäume in den Himmel wachsen sollen. Wir haben jetzt gegen WRC und Gleisdorf und Vöcklermarkt jeweils als. Wir haben 3 Spiele verloren und waren eigentlich immer zumindest nicht die bessere Mannschaft. Also, und in Klagenfurt wird es auch nicht einfach. So wie mein Kollege gesagt hat, in der Liga kann jeder jeden schlagen. Wir müssen uns vielleicht auch wieder mehr besinnen auf das Verteidigen. Weil wenn du 5 Tore kriegst und 4 Tore kriegst, dann kannst du in keiner Liga ein Spiel gewinnen. Aber es ist oft sehr knapp beieinander. Und im Moment läuft es ein bisschen gegen uns. Aber wir müssen daran arbeiten, weil geschenkt kriegen wir es nicht. Und dann wird es ja wieder für uns laufen. Das hoffen wir natürlich alle, dass es demnächst wieder für uns läuft. Auch euch wünschen wir für die nächsten Aufgaben alles Gute. Ich danke, dass Sie sich dem Gespräch gestellt haben. Gruß an die Mannschaft und gute Heimreise. Danke, bis zum nächsten Mal. Danke für Danke. Danke.